Wir erinnern uns. Die Persönlichkeit ist fest in einem Menschen verwurzelt. Man nimmt an, dass Persönlichkeitsfaktoren etwa zur Hälfte angeboren sind und zur Hälfte erlernt. So sind die Grundbausteine bereits genetisch vorgegeben und der Rest formt sich etwa bis zum 30. Lebensjahr. Kleine Ausnahme? Mit dem Alter wird ein Mensch meist gewissenhafter und verträglicher. Dafür verliert er ein wenig von seiner Offenheit. Offenheit für Erfahrungen ist der fünfte Faktor der Persönlichkeit. Eine offene Person ist beispielsweise empfänglich für Kunst oder Philosophie und strebt nach Abwechslung. Fremde Kulturen, neue Eindrücke, Emotionen und Aktivitäten werden als Inspirationen aufgesaugt, um die Neugierde zu stillen. Persönlichkeiten mit einer niedrigen Offenheit für Erfahrungen gelten als konservativ, routiniert bis hin zu uninteressiert. Künstlerisch veranlagte Menschen haben häufig eine hohe Offenheit für Erfahrungen. So auch unser Leadgitarrist Sebastian. Er ist kreativ, aufgeschlossen und stets darauf fokussiert, sich weiterzuentwickeln. Ein Feingeist, dessen Arbeitsverhalten stark motivationsgesteuert ist. Er steht gerne im Mittelpunkt und hat ein relativ hohes Selbstbewusstsein. Das führt dazu, dass er manchmal arrogant oder egoistisch wirkt und schnell aneckt. Gerne, Bro. Auf kreativer Ebene kann er dennoch gut im Team arbeiten. Aha. Er ist grundsätzlich kritikfähig und offen für Vorschläge. Aha. Oft steht ihm aber sein ambivalentes Ego im Weg. Aha. Was aber bedeutet seine Offenheit für Erfahrungen im Alltag? Die Band liest die neuesten Online-Kritiken zu ihrem kürzlich veröffentlichten Album. Vielseitig, innovativ, überraschend. Die neue Scheibe der Big Fives ist das alles nicht. Moment, was? Ziemlich oldschool? Aufgewärmte Klischees? Vorhersehbare Songstrukturen. Was meinen die mit komatös? Puh. Pff, alles Geschmackssache. Kein Wort jetzt. Anscheinend kommt das neue Album nicht so gut an, wie die Band gehofft hatte. Sebastian predigt schon seit langem, dass die Songs mehr Ideenreichtum vertragen könnten. Für zukünftige Songs sollte sich die Band dringend etwas einfallen lassen. Daher macht es sich Sebastian zur Aufgabe, nach Inspiration zu suchen. Wie wollen wir je vorankommen, wenn ihr immer alles ablehnt? Öffnet euch doch mal. Für die Kunst. Also die Idee mit der Waldhütte fand ich super. Mal ein anderer Ansatz. Wenn es uns nur darum geht, der Presse zu gefallen, vielleicht könnten wir erst mal recherchieren, was gerade angesagt ist. Time Machine, der Sound der 70er, 80er und 90er. Alles andere als von gestern. The Big Fives haben endlich ihren Sound gefunden. Erfrischend, ideenreich und innovativ. Ich hasse Musik. Tja, Sebastian. Solche Situationen kommen vermutlich immer wieder. Alles eine Frage der Persönlichkeit. Oder der Motivation. Aber das ist ein anderes Thema.